wollen wir jetzt mal ein bisschen erfolgreicher hier hoffentlich durchkommen. Jetzt gestern noch meine letzten Versuche. Ah, es ist Jim wieder. Schauen wir mal. Ja, jetzt ist er wieder online. Gut. Ja, und ich hatte ich mir einen neuen Bruder zu suchen müssen, weil der Mama Aussätze hatte, der alte. Aber scheint sich wohl nicht nur an dem Bruder. Wäre auch zu einfach gewesen. Muss ich denn wohl doch nochmal die Tage anrufen? Hoffentlich ist der vom letzten Mal dabei. Ja, geht wieder ran. War ganz lustig. Er erstmal mit Gott und die Welt mit mir. Hat das eine mal voll ins Mikrofon abgegeben. Ich sag, was ist jetzt los? Oh ja, Entschuldigung, dachte er. Ich bin doch einfach kein Frühschichtmensch. Ich habe irgendwann 14 Uhr mit ihm telefoniert, ne? War schon ein ganz lustiger Dude. Davon verstehe ich nichts. Warum ist denn der Sound jetzt weg? Davon verstehe ich nichts. Aber nur bei mir irgendwie. Gucken, kriege ich das wieder hin? Jetzt mal so ganz schnell. Scheint ja heute nicht zu laufen bei mir. Ah. Glaube, jetzt geht das wieder. Ihr würdet das auch nicht verstehen. Ja, es ist bei mir auch wieder da. Alles gut. Wir müssen hier, meine ich, hin. Nordwesten. Feder. Könnten hier mal auch das magische Auge lieber aktivieren. Nicht, dass wir wieder so viel holen wie gestern. Er ist übrigens auch immer noch betrunken. Das Gute ist, die sind hier auch gar nicht so stark. Einziges ist, die dürfen halt nicht rankommen, sonst bin ich direkt betrunken. So, da kann man auch, glaube ich, nichts gegen machen. Oh, wir werden umzingelt. Ein bisschen. Da hinten kommt noch einer. Nein. Ist halt direkt, ne? Bist direkt betrunken. Da kannst du nichts gegen machen. Mir gefällt es hier auch nicht ganz so, weil es hier sehr bergig ist. Aber wenn man betrunken ist, kann man sich selber verletzen, glaube ich. Oder das kann einfach nur nicht treffen. Das kannst du natürlich auch haben. Ja, wie gesagt, also der Stream heute wird nicht allzu lange gehen. Muss auch gleich nochmal kurz weg. Nach dem Essen schauen. Ich habe noch Essen im Ofen geparkt für heute. Nicht, dass das heute anbrennt, das wäre nicht so cool. Obwohl, Pizza bestellen geht doch auch heute, oder nicht? Ein Heiligabend kann man doch auch mal eine Pizza ganz lecker bestellen.
So, alles looten. Da haben wir auch erstmal den Weg hoffentlich frei gemacht. Da hinten wollen wieder irgendwelche Viecher was von uns. Wir lassen sie aber an Ruhe. Oh, wir müssen da hin, ne? Ah, es ist genau unsere Richtung. Na denn? Nützt es ja nichts. Kriegen die halt was ab. Dann kriegen die halt was ab. Komm, mach die noch weg einmal. Soll ich das jetzt? Natürlich macht er sie nicht noch weg. Wäre ja auch wieder zu einfach gewesen. Okay, ich muss auf die fokussieren. Jetzt die. Könnte auch von da oben auf dem Berg aus, ne? Vielleicht ein bisschen besser. Oh, scheiße. Oder auch nicht. Ich glaube, jetzt werden sie eher rankommen. Wenn die hier hochkommen, dann können wir sie eigentlich ganz gut kämpfen. Jedenfalls bis zu denen. Der Nächste! Find's auch übrigens immer ein bisschen besser, wenn man nicht einfach nur durchläuft. Gut, gestern habe ich es einmal gemacht. Aber vom Ding her ist es immer schöner, die dann trotzdem wegzumachen auf dem Weg. Da muss ich hin. Harpienkönigin einfach so alleine? Verdächtig, verdächtig. War das schon alles? Ich hab auch mal, ob das schon alles war. Ah, oh, da kommen wieder welche. Halt auch gerade nicht so gut. Wir haben einen irrsinnigen Krieger, der natürlich auch nicht zuschlagen kann. Und einen betrunkenen Hexer. Betrunkener Hexer ist... weiß ich nicht, ob das so das Wahre ist. Nee, fokussiere dich mal bitte auf den da. Wenn wir den wegbekommen, wäre das schon mal ganz gut. Ist auch gleich weg. Sollten wir gleich geschafft haben. Ja! Ha! Easy. Schön wäre, wenn der hier noch herkommen würde, aber der ist schon so gut angeschlagen. Ah, guck mal, die müssen wir noch wegmachen. Könnten ja auch mal uns wieder hochwaffen, ne? Wenn man auch nicht einfach nur bestellen kann. So, an Heiligabend. Doch keiner Stress. Wenn gut, alle zufrieden, oder was? Langt doch. Es langt doch. Aha. Ist eigentlich auch noch, wenn man betrunken ist, so eine Nachwirkung. Das wäre nicht ganz cool gemacht, wenn es mal so eine Art Kater-Effekt gibt. Ja, er hat auch so etwas des Spaß seines Lebens. Schön gut drauf. Bisschen hier. Irgend so ein Federviech.
kämpfen. Unerträglicher Schmerz! Hä? Ist doch keiner hier in der Nähe, oder? Doch. Weg. Wenn der K.O. ist und dann wieder normal wird, ist der immer noch betrunken, ne? Stimmt. Doch, das hatte ich gestern schon einmal, das Szenario, dass das... Gut, jetzt können wir es ja eh... Ich will nochmal was anderes ausprobieren, wenn ich jetzt... das auf ihn mache. Lebt er sich doch irgendwann selber wieder, oder nicht? Aber ganz schöne Tour da bis in die zweite Stadt. Nun, Katze. Nur nicht Fallschaden jetzt bekommen, das wäre ungut. Ich habe auch lange nicht gespeichert, lieber nochmal speichern. Ach, easy. Also manchmal ist halt auch echt einfach. Oh, einfach mal so ein Ring. Hä? Was soll das denn sein? Könnte ich mir aber vorstellen, dass das... Deine Rüstungen sind die ganze Zeit Lass kaputt. Lass das jemand anders machen. Da passt nichts mehr rein. Hä? Ganze Was soll das denn Zeit sein? Seine Rüstung kaputt. Guck mal. Intelligenz runtergegangen komplett. Wir machen auch gleich mal ein Schläfchen. Ich finde jetzt allerdings nicht so optimal, dass hier immer noch so viele sind. Wir müssten eigentlich auch dahin. War das schon alles? Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Ja, sehr. Das war gut. Das war gut. Das war wirklich gut. Das nochmal aufsammeln. Da hinten nochmal aufsammeln. Guckt man natürlich wieder nicht rüber. Klangt aber mal so langsam mit dem Federviech hier. Au! Hex, hab hier Hexe. Ich will halt nicht, dass noch jemand betrunken wird, geschweige denn Stimme vor die Klerikerin. Das wäre gar nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Das müssen wir doch so langsam mal alle weg haben. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt ewig hier im Gange sind. Und wir wollen ja nur kurz ins Dorf rein. Ich glaube, da rechts, die müssen wir auch noch wegmachen. Das nützt nichts. Aber die können wir easy wegmachen. Drei Gruppen. Treffer wären angebracht, meiner Meinung nach. Aber wohl nicht deren Meinung nach.
Na komm. Ist wieder runter jetzt. Zumindest ist der erste kann doch jetzt schon mal fallen. Ja. Man muss es nur mal eindeutig sagen, was man möchte. Dann funktioniert das auch meistens. Das ist halt immer so. Na komm. Jetzt rutscht er nun nicht gleich den Berg. Genau das sollte er nämlich nicht machen. Das ist mit dem anderen auch passiert, ne? Mit dem anderen Loot. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Ja. Ja, egal, komm. Das wollen wir irgendwann später. Wir müssen da ja nicht unbedingt hin. Eine Gruppe werden wir noch treffen, sehe ich auf dem Radar. Können wir ja von hier eigentlich ganz gut schießen, denke ich. Ja, die werden hier nicht noch ankommen, das kann ich mir nicht vorstellen. Hallo, es wäre sehr nett, wenn du jetzt umfällst. Vielen Dank. Sind wir doch aber gleich mal angekommen im Scheißdorf mittlerweile. Also wirklich, das ist ja... Ich habe mich auch letztens noch was ganz anderes gefragt. Wir sind doch von der ganz, ganz Anfangs, von dem Anfangsdorf, wo wir noch den Drachen beklaut haben und so, sind wir doch mit dem Schiff weggefahren und in Harmdil gelandet. Da ist aber kein Hafen. How that works? Ist es vielleicht ein Zauberschiff? Fragen über Fragen. Darf mich das jetzt beeindrucken? Nein, ich habe den falschen Zauber genommen. Ich wollte doch einen ganz anderen nehmen. Na, von wo müssen wir ganz? Das ist gar nicht ganz so weit. Wir müssen nur die eine Gruppe nochmal machen. Vielleicht kriegt er ja auch mal einen Zauber los. Ja, hat sogar einen Zauber losbekommen. Das ist auch schon mal was wert. Diesmal machen wir aber magisches Auge natürlich. Und Feder. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Drücken mit den Jungs? Maybe später. Moin, Meister. Wir können euch helfen. Willst du für 160 Gold jemanden nüchtern machen? Willst du mich komplett verarschen? Bis bald. Prüfung. Das ist aber nicht das... Hier. Warum können wir eigentlich die Priesterprüfung in einem Dorf machen, wo kein Priester so richtig geeignet ist, ein Priester? Klerikerklassen kann ihre Fähigkeit nicht erreichen.
Pettengroßmeister. So. Pettengroßmeister, Mitglied der Seelenmagie, sind wir doch schon. Wechsel zum Großmeister gegen Kugel. Waffenexperte. Paula, Paula, Lichtspiel. Ihr Mann heißt bestimmt auch Paulana. Gehe ich ganz stark von aus. Dann müssten die Prüfung doch jetzt hier aber mal irgendwo auf. Die machen bald auf. Mach bald auf, Alter. Nee, die machen nicht bald auf. Oder machen die nachts auf? Ich habe gerade ein Experiment abgeschlossen. Die machen nachts auf. Auch cool. Dass je nachdem, was das ist, die halt auch mal nachts aufmachen können. Das ist ja wahrscheinlich eher so ein düsterer Laden. Müssen wir auch nochmal alles verkaufen. Priester, das suchen wir doch. Zack, wir sind Priester. Sehr geil. Priester der Finsternis. Wenn ihr dem Pfad der Finsternis folgen wollt, müsst ihr euch erst öffentlich dazu bekennen. Bald wird man eine Entscheidung von euch verlangen und damit wird der Weg klar sein. Bis dahin kann ich euch nicht führen. Okay, wollen wir Priester der Dunkelheit werden? Ich denke eher nicht. Willkommen in der Gilde der Seele. Suchen Sie einen Helmtuben, Leben erspüren Sie. Seelengeißel? Bädel? Okay. Und jetzt müssten wir rein theoretisch das noch nicht können. Tut mir leid, kann ich nicht brauchen. Wir müssen jetzt erstmal hier noch einen Punkt reinmachen. Und dann können wir nämlich Meister werden in einer ganz bestimmten Stadt, die ich jetzt nicht weiß. Might and Magic. Kurz schauen, haben wir die Seite unseres Vertrauens. Den 7. Teil spielen wir übrigens. Ausbildung zu Körper. Experte, nee, Meister in Tartaria. Okay, und da kommen wir natürlich folgendermaßen hin. Von hier. Wahrscheinlich wieder gar nicht. Doch, müssen wir ja. Kam ja auch von da. Da sind wir. Zu Fuß. Kommen wir natürlich nicht. Wir kommen zu Forest. Und von Forest, da kommen wir dann nach Tartaria, meine ich, ne? Forest. Zu Fuß. Auch nicht. Nein. Ja, zu Fuß. Dazu. Ah, guck mal. Müssen wir dahin. Also müssen wir wieder nach Süden. Ich glaube, Süden kommen wir raus. Süden oder Westen. Ah, okay. Map Süden. Westen ist ja schon hier. Müssen wir eigentlich nur Weg finden, dass wir da irgendwie jetzt gleich längs kommen. Essen haben wir auch noch genug. Double Speed. Boom. Abfahrt. Jetzt fehlt auch gerade irgendwie wieder die Musik, finde ich, so im Hintergrund. Manchmal ist sie nicht, oder? Doch, bei euch ist sie da, ne? Mir nur irgendwie nicht. Nee, bei euch ist auch keine Musik. Weiß auch gar nicht warum. Aber doch, da war doch vorhin schon Musik. Au! Oh, lieber schnell weg hier. Wollen wir da hin? Nein, da wollen wir gar nicht hin. Hä? Aber stand da nicht Westen gerade eben, dass wir nach Westen müssen? Dann müssen wir wohl nach Süden. Bye.
Sind meistens nicht im Lob. Okay. Ja. Könnte jetzt natürlich selber was vorsingen, aber das will keiner. Das will wirklich keiner. Aber die Geräusche so generell hört man ja schon. Ne? Wenn die Monster da sind oder so. Hä, warum komme ich denn jetzt auch im Süden nicht nach Erisa oder wie man den Stadt nennt? Muss doch aber nach Süden eigentlich. Süden. Eigentlich müsste ich da doch gleich hinkommen. Von irgendwo hier vielleicht. Nur nicht runterfallen. Ich müsste jetzt eigentlich gleich. Tolanischer Forest wollen wir doch gar nicht hin. Hä? Komm überall hin, nur nicht da, wo wir hin wollen. Permanent. Sehr schön. Nehmen wir natürlich alles mit. Ich habe auch so eine Mod oder so ein Grafikpatch installiert. Ein bisschen was habe ich davon aber weggenommen, damit das Spiel trotzdem auf Deutsch bleibt. Ich muss nochmal genau gucken, was ich davon alles reinnehmen könnte. Damit das trotzdem bleibt. Ich hätte das schon gerne weiterhin auf Deutsch. Zumindest, also es war nicht alles auf Englisch. Nur so die Briefe. Die waren halt auf Englisch. Hätte man jetzt auch mit leben können, aber tut ja jetzt nicht unbedingt Not. Und so wie das jetzt ist, ist das schon mal wie wäre. Das ist Vollscreen. Man kann schnell speichern. Man kann optisch wurde es, glaube ich, schon ein bisschen angepasst. Hier neu angesetzt alles. Ich glaube, so ist das schon ganz okay. Oh, Truhe. Speichern. Oh, natürlich genau als ich gespeichert habe, ist der draufgegangen. Ach, ich kann auch nicht alles. Ich habe keinen Platz mehr. Kann man das nicht unserem toten Typen geben? Oder K.O.N.? Kann man noch ein bisschen mehr geben? Kann doch eh nicht mehr tragen. Gehen jetzt zum Forest. Keine Ahnung, wo wir hier rausgehen müssen. Weiß auch gar nicht, ob wir noch im Forest irgendwas lernen wollten. Ich weiß es nicht mehr. Können wir mal andersrum gucken, was wir noch lernen müssen. Experte ist ja hier eigentlich überall. Meditation. Wo ist der Meditationsexperte? Müssen wir vielleicht mal nachschauen. Vielleicht ist er ja sogar hier, das wäre ja mal ganz passend. Nach Meditationsexperten wollten wir mal schauen. Ich habe da mir auch eine Textdatei erstellt, wo ich mir das mal alles aufgeschrieben habe. Ein bisschen Meditations wäre in Deja gewesen natürlich. Ja, ist ja klar. Wo sonst? Genau von da, wo wir herkommen. wo war jetzt das Schiff und der Reitstall? War der hier? Nein. Dann war der da. Ist immer entgegengesetzt von da, wo man zuerst denkt. Guten Tag. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal irgendwie hin. Nee, da waren wir schon. Weiß ich gar nicht.
Kann das nicht alles mal an einer Stadt sein? Ahoi! Willkommen an Bord! Kommen wir von hier überhaupt? Dahin, wo wir hinwollen? Und nach Tatalia nicht? Das ging nicht. Wir können doch aber von hier... Können wir nicht mehr dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Können natürlich nicht zur Desert. Oder nee, da bringt uns auch nichts, wirklich was. Nur zu dem... Also eigentlich müssen wir wieder zurück. Forest bringt uns gar nichts. Komm. Machen wir es nochmal. So. Ist das doch jetzt hier nur ein einziger. Dahinter ist zwar noch einer. Aber den sollten wir... Er ist auch immer noch betrunken, ne? Warum one-hitted er denn jetzt? Dass wir jetzt gar nicht erst ran dürfen. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere. Warum one-hitten die uns denn jetzt? Unerträglicher Schmerz! Sind schon viele. Aber den machen wir jetzt Stück für Stück weg. Ah, der reingeklappt schon mal. Der nächste. Erste Runde. Lassen wir die aber nicht reinkommen. Nur ein Kratzer. Leider nur ein Kratzer ist kurz vorm Abnippeln. Das sind die richtigen Krieger. Ja, ein guter Einstieg. Nur ein Kratzer. Kommen wir hier einigermaßen stabil auf den Berg rauf? Ja, das sieht gut aus. Wäre noch gut, wenn wir den zumindest wegbekommen jetzt. Der hat mich schon nicht mehr so viel. Ja, na gut. Jetzt auch richtig gut hochheilen können, weil du dich weitergebildet hast. Aber so richtig besser wurdest du jetzt nicht, meiner Meinung nach. War das schon alles? Ja. Es war alles. Viel Speichern. So, von wo kamen wir denn? Wir kamen doch von da unten, oder nicht? Da haben wir doch angefangen. Da müssen wir doch da auch wieder zurückkommen können. Logisch wäre es doch. Ein bisschen zumindest. Und wir könnten auch den Wegen gleich mal nach Schildern Ausschau halten. Ich hab gehört, dass sie manchmal die Wahrheit sagen. Doch noch einer. Ah. Aber ich glaube, die flüchten schon vor uns. Zu Recht, meiner Meinung nach. Zu Recht. Da will es doch. Da wollen wir doch hin. Da wollen wir doch hin. Will uns dahinter... Wollen die jetzt noch kommen oder nicht? Nee, ne? Nee, nee. Ist ja auch wieder einer, der uns das will. Ganz ehrlich, so langsam. Der nächste!
Das ist aber auch zu stark gegeben. Jetzt auf Nahkampf. Kein Problem. Das ist echt gar kein Problem für uns. Zweihänder gefunden, das gibt Geld. Er ist verflucht. Müssen wir aber nicht aufheben können. Haben die Harpien uns noch verflucht, dann kann sie das natürlich nicht aufheben. Waren wir hier oben drinne? Ja. Da waren wir drinne. Oh, wir hätten jetzt Meditation noch lernen können, ne? Wollen wir das noch machen? Mal kurz laden und nochmal machen. Besser ist das, ne? Jetzt von hier aus, dann können wir nochmal umdrehen und das nochmal machen. Meditation ist schon recht wichtig für unsere Priesterin zumindest. Damit die genug Zauberpunkte hat. Aber wir werden gleich angegriffen. Also jetzt kommen wir, ne? Wir müssen das immer genau aus. Der ist aber auch nur betrunken. Ich weiß auch nicht, wo wir dafür hin müssen, um Meditation zu lernen. Au! Das tut echt weh! Lange wir jetzt auch schon betrunken sind mit dem. Der Zauberer ist einfach nicht das Optimalste, denke ich. So, jetzt muss ich noch einmal nach dem Essen gucken, dann müsste es aber auch fertig sein. Tut mir echt leid. Ja doch. Wenn ich ja nicht den Automod einstellen kann. Mal kurz die Gruppen fertig oder so. War das schon alles? Hier war das, war da nicht da. Da, in dem Dorf war das. Recht sicher. Gut, auf meinen Recht sicher ist auch einfach nicht Verlass, aber man weiß ja nie. Hin und hoch. Stehlenmeister. Kopfjagd. Da. Ne, das ist ein Meister. Und Kondition. Kann man einen süppeln? Ha, ich wusste das doch. Kannst du noch nicht. Wie viel fehlt dir denn noch? Ah, da fehlen mir noch einiges an Punkten. So, und jetzt können wir nämlich nach Erisa. Von da aus nach Tatalia. Können ja auch vielleicht reiten. Oder hinreiten. Oh, oh. Immer wieder der Typ. Nicht bezahlen. Das bezahlen wir kein Stück was. Aber der kesselt uns halt auch ein. Hier, ne? Schnell weg. Kriegt man die schnell weg? Die? Nee, ne? Wirklich schnell. Kriegt man die nicht weg. Da können wir natürlich ballern. Oh, jetzt dieser Meteoritenhagel. Gibt es doch so einen Zauber.
kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Wird sich die Zukunftstruppe drum kümmern. Komm her, du Eumel. Ich setz ein paar an deinen Schnauzen. Kenn ich nicht. Ah, wem soll das denn nützen? Ist er wieder verflucht. Vielleicht hat das was damit zu tun, weil die Harpien ihn ja betrunken gemacht haben, dass es so ein Art Fluch ist, der dann danach erst wirkt. Oder so? Kann das sein? Macht das Sinn? Weiß ich nicht. 4, 4, das kannst du. Weiß ich nicht. Hä? Was soll das denn sein? Hörig, damit kenne ich nicht, mich nicht aus. Das kannst du. Hä? Was soll das denn sein? Das weiß ich aber. Das können wir alles verkaufen, ne? Da ist nichts gut. Also Schutz der Magie natürlich nicht. Den Bogen. Auch nicht, den kann sie mal ganz schnell haben. Das Schild haben wir aber überall besseres. Die Panzerrüstung ist besser. Kenn ich nicht. Da passt nichts mehr rein. Wem soll das denn nützen? Das können wir alles verkaufen.